bin jetzt natürlich ready für den Stream, habe mich vorbereitet und natürlich, Freunde, als allererster Punkt steht hier auf meiner Liste Justin Statement. Wir werden uns das ansehen. Da steht, Justin frontet dich sehr. Okay, okay, passt, spannend. Witzige Geschichte, weil ich habe nämlich vor 6 Minuten eine Sprachnachricht von Justin auf meinem Instagram-Account bekommen. Also er hat mir geschrieben. Ich bin noch nicht dazu gekommen, mir das anzuhören. Ich werde es mir aber nicht jetzt, also ich werde es mir anhören, aber ich werde dabei das Mikro ausstellen, weil ich einfach der Meinung bin, dass solche privaten Nachrichten, die man geschickt bekommt, nicht unbedingt veröffentlicht gehören. Freunde, wir werden natürlich auf das Statement von Justin eingehen. Ich habe gesehen, 42 Minuten geht das Video, also das schaut für mich nicht danach aus, als wäre das unbedingt ein, ja, wir haben einen Fehler gemacht, wir stehen dazu und es tut uns leid Video, sondern mehr so ein rechtfertigendes, also ich nehme an, er wird auf jedes einzelne Design eingehen. Und ja, ich bin natürlich sehr gespannt. Auch wenn Justin in der Vergangenheit nicht unbedingt die besten Worte gefunden hat, werde ich mich vor dem nicht triggern lassen. Er hat mich, glaube ich, auch in seinem Stream keck genannt. Ich werde mich vor dem aber nicht aufregen lassen und trotzdem mir Mühe geben, das objektiv zu beurteilen, welche Erklärungen er hat, weil doch einige Designs sich sehr, sehr ähnlich sehen, beziehungsweise fast schon 1:1 sind. Ich bitte auch euch im Chat, mit der Sache erwachsen umzugehen und da nicht sinnlos... Willkommen in der Army! Und da nicht sinnlos zu haten oder Justin zu beschimpfen, das haben wir nicht notwendig, das sind wir nicht. Und ja, in diesem Sinne werde ich mir jetzt ganz kurz... Cornelius hat 2 Euro raus, danke vielmals. In diesem Sinne werde ich mir jetzt ganz kurz diese Sprachnotiz anhören und das Mikro abdrehen, weil ich natürlich gespannt bin, was er mir da zukommen hat lassen. So, ich werde das kurz mal... Okay, Freunde, er hat sich gerade bei mir entschuldigt. Er hat gerade in der Sprachnotiz gesagt, dass er irgendwie mit der Materie nicht vertraut war, dass ich da keinen Beef produziert habe und dass er mir jetzt vorab schon mal sagt, dass er in diesem Video sehr stark gegen mich schießen wird und dass er sich in aller Form dafür entschuldigt, weil er das vorab nicht gewusst hat und erst jetzt in den Kommentaren gelesen hat, dass ich nie irgendwie gebieft habe. Er hat auch mal in meinem Stream hineingesehen, da hat jemand gerade donated und rooted in geschrieben und ich habe das als Joke natürlich genommen mit diesem Root Joke und Joke und dadurch ist er davon ausgegangen, dass ich ihn hate. Auf jeden Fall sehr erwachsen, das muss ich ihm hochhalten, dass er auf diese Art und Weise auf mich eingeht. Also das kann man schon mal vorab sagen. Nichtsdestotrotz bin ich natürlich schon sehr gespannt, wie das Ganze jetzt aussehen wird. 42 Minuten, wie gesagt, geht das Video. Wie man auch schon an seinem Lachen sieht, dürfte es so sein, als gäbe es für alles eine Erklärung. Ich bin natürlich sehr gespannt, Freunde, und würde sagen, wir schauen da jetzt einfach mal rein. Ich bin wirklich sehr gespannt. 42 Minuten, mal sehen, wie lange die Reaction dann am Zweitkanal gehen wird. Der meiner Meinung nach auf jeden Fall von dem Off-White... Okay, wie ihr mich kennt, werde ich da kurz mal skippen, weil ich keine Spoiler vorab sehen möchte. Ah, da. Eine Reaction auf meinem Hauptkanal tatsächlich. Und zwar geht es um ein Thema, was super viele Leute aufgewühlt hat. Ich habe mir so gedacht, okay, was wollen jetzt alle von mir? Bei mir wird kommentiert, 1:1 gefaked, überleg dir eigene Ideen, Valente hier, Valente da. Und ich habe so gedacht, hä, wer ist das? Was wollen die? Habe einfach gedacht, irgendwer labert wieder Kacke. Dann habe ich gesehen, Maximilian hat wieder irgendwas in die Welt gesetzt, habe die Dinger auf die Blacklist gesetzt. Maximilian, by the way. Die Wörter, die mich stören, weil ich nichts kopiert habe und habe gedacht, damit ist das Thema gegessen. Dann macht auf einmal, spricht mich ein Monte drauf an, Freunde von mir schicken mir so ein Video und denken so, Bro, was labert der für eine Kacke? Kuchen-TV, also es reden eigentlich nur Leute drüber, die mit Mode nicht viel zu tun haben, no front. No front. Und dann habe ich gesehen, es ist ein Video, das hier ist die... Da haben wir schon mal den ersten Shot gegen mich. Das Ursprungsvideo von Valente oder Valente. Deswegen, ich habe gesagt, ich reagiere nicht mehr auf Maxi, deswegen habe ich das einfach ignoriert, weil der Typ will nur Aufmerksamkeit. Jetzt habe ich aber gesehen, es handelt sich um dieses Video und dann würde ich sagen, ziehen wir es doch mal rein und geben dem Ganzen eine Chance. Und es wird jetzt wahrscheinlich wieder super viele Leute geben, die sagen, ey Justin, du hast doch schon so oft gesagt, du gehst nicht mehr auf sowas ein, Leute, die dich fronten und so weiter. Ihr müsst verstehen, ja, das verstehe ich. Er muss in dem Fall auf jeden Fall darauf eingehen, weil das Ganze eine Eigendynamik entwickelt hat und weil die Vorwürfe ja teilweise nicht aus der Luft gegriffen sind, sondern da wirklich, wie schon gesagt, große Ähnlichkeiten sind. Also ist auf jeden Fall die
der intelligenteste Move, das nicht einfach tot zu schweigen und darauf einzugehen, weil die Leute auch teilweise enttäuscht sind. Wenn man eine gewisse Position hat und Leute, die jetzt nicht so viele Follower haben, sag ich mal, ich beziehe es jetzt mal nur auf Follower, die können einem was vorwerfen und dann habe ich zwei Optionen. Entweder ich ignoriere es, dann glauben aber 45.000 Leute, die es gesehen haben, das. Oder ich sage was dazu und dann kriegt er die Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht, was da jetzt dran ist und so weiter, deswegen schauen wir jetzt einfach mal rein. Was soll ich am Anfang sagen? So, was geht? Herzlich willkommen zu meinem ersten Video. Ich bin natürlich auch sehr gespannt, wie er auf die Einschnitte reagieren wird, weil die doch ziemlich hart sind. Ja, so. Okay, erstmal wirkt das Ganze doch sehr amateurhaft und sehr, ja, aber sehr sympathisch. Das neues Video ist am 30.03. online gekommen und also vor circa einer Woche. Ja, ich bin gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Und ich muss dazu sagen, weswegen ich das Thema halt nicht angesprochen habe, beziehungsweise ignoriert habe, weil sogar so Leute wie Mahan oder Maximilian aus ihren Löchern wieder gekrochen kommen. Und das sind so Leute, die gönnen einem es nicht. Ihr wisst, ich hatte mit beiden Beef auf YouTube und bei beiden lief es danach jetzt nicht mehr so nice. 10er, okay. Und keine Ahnung, das sind so Leute, die freuen sich einfach, wenn es bei einem nicht mehr läuft. Bei mir ist alles perfekt bei mir, jede Kollektion ist sold out und ich gehe normalerweise nicht offen mit Zahlen um und das ist halt das, was passiert, wenn man offen mit Zahlen umgeht. Ich habe die Black Friday Zahlen öffentlich gemacht, das, jetzt wisst ihr auch, warum ich sowas eigentlich nicht mache, weil jetzt jeder darüber berichtet, ah, Justin hat so und so viel damit verdient und es ist nun mal halt einfach so, du musst in Deutschland sowieso deine Bilanzen veröffentlichen und es ist auch nicht schwer zu erraten, wenn man, ich sag jetzt mal... Ja, Freunde, auch im Chat nochmal, gebt ihm mal eine Chance, sich rechtfertigen, es nutzt uns nichts, wenn wir das sinnlos hätten. Auf Instagram bezogen, die größte Streetwear-Marke in Deutschland hat mit einem Umsatz von mehreren Millionen Euro in einem Jahr, man muss es nicht kleinreden, jeder weiß das. Ich rede ungern über solche Zahlen, aber das ist schon sehr, sehr krass und dann gibt es halt auch Leute, die... Also ich will ihm jetzt zum Beispiel gar nichts unterstellen, ich meine jetzt eher so ein Mahan oder Maximilian. Drei Sekunden, wir sind schon bei 3 Minuten 38. Die sich einfach freuen, wenn die sich da dran rütteln können und da einen irgendwie runterziehen können. Ja. Ja, ich werde ihm die Anschuldigungen, die er da vermutlich immer wieder mal gegen mich raushauen wird, einfach mal durchgehen lassen, weil er sich ja wie gesagt schon im Vorhinein entschuldigt hat. Ja, wäre halt besser gewesen, wenn man sich im Vorhinein schon informiert hätte. Dann hätte er selbst herausgefunden, dass es mir da gar nicht darum geht, irgendwie ihm seinen Erfolg mies zu machen oder ihn runterzuziehen oder sonstiges. Aber ja. Ich bin gespannt. Was sage ich? Yo Leute, ich bin zu lost für eine gescheite Begrüßung, deswegen Doppelbies. Du bist ein richtig krasser. Ah, ich bin einfach Justins. Er hat hier auch einen Fiji Water Drip. Begrüßung. Aber ja, mach mal. Danke vielmals für den Tipp. Bin wieder back. Zock mal Valorant. Ja, können wir zum Schluss wieder immer gezockt. Aber wir können sehr gerne mal einen Angriffscounter machen. Ich glaube, wir sind beim dritten Angriff gegen mich mal. Ich bin trotzdem gespannt, wie viele da kommen. Also, ich schneide die rein und dann fängt das Video an. Zu einem weiteren Video von mir. Ein Video, auf das auch. Wenn ich irgendwas hätte totschweigen wollen, wie das manche vermutet haben, könnte ich dieses Video einfach sperren und fertig, dann ist es weg. Auch jede Reaction dann auf. Aha. Was bringt's mir? Ich bin offen mit euch. Sehr viele von euch gewartet haben und zwar Ansage an Justin. Dieses Video ist auf jeden Fall ein konstruktiv gemeintes Video und einfach nur eine Kritik. Okay, wenn sich das wirklich so verhält, dann bin ich dafür offen. Ihr wisst, wenn das einfach nur rumgehatet ist, ich feiere es nicht. Wenn es konstruktive Kritik ist, wo man sich mit einem gebildeten Menschen auf einer Ebene befindet und argumentieren kann, gerne. Und soll nicht so, wie Justin es oft mal macht, irgendeine Art von Zerstörung darstellen. Ich zerstöre nur Leute, wenn ich vorher grundlos weird gefrontet wurde. Sag ich so, offen wie es ist. Oder ihn komplett schlecht machen. Ich habe ihn eigentlich immer gefeiert so, ich habe ihn auch supportet. Ich habe sogar 2 oder 3 Peso-Sachen. Nice, dankeschön. Hol die erstmal kurz, Genau, die hole ich mal kurz. Genau, hier. Oh. Yes, gerne, ciao. Mal dieser wichtige Anruf. Hier habe ich die 2 Pullover, einmal dieser lilane Pullover. Nice. Zack, zack. Season 5 und Season 6 war ja dabei. Von Peso reicht ja auch so. Dann noch dieser wilder Hoodie jetzt im Nachhinein. Season 6 Hoodie. Genau. Ja, ich finde, anhand der Pieces sieht man halt schon, wie sich Peso auch entwickelt hat mit der Zeit. Und ich habe auch noch eine Tasche, aber bin ich jetzt zu faul, die zu holen. Ja, aber auch wilder Style, den du hier heute an den Tag legst, Valente. Aber das sollte genug Beweis sein, dass ich nicht einfach irgendein Hater bin, so. Safe, safe, safe. Ist ein sympathischer Kerl, muss ich sagen. Und
Okay, also obwohl er weiß, dass er da sehr viel Gegendruck bekommt, geht er die Sache diesmal auch sehr politisch an und sagt, ja, wirkt sympathisch und lässt sich da gar nicht irgendwie persönlich angreifen. Also ist auf jeden Fall ein Fortschritt. Und auch die Reactions und so, eigentlich fühle ich seine Videos, aber danke. Das, was er abgezogen hat oder das, was er macht, finde ich, geht einfach gar nicht. Was er abgezogen hat, jetzt bin ich aber echt gespannt. Gar nicht klar. Ja, und ich habe dazu auch noch kein Video auf YouTube gefunden und so. Und ich finde, das muss einfach mal angesprochen werden, weil ich das Gefühl habe, dass er nicht so ganz transparent auch mit seiner Community ist. Was? Also, oh. So, da ist es doch gleich viel vertrauter. Ihr wisst, Leute, ich bin immer super transparent. Ich gehe mit allem offen und ehrlich um. Deswegen, das hier finde ich jetzt auch gerade nochmal eine Entschuldigung. Ich bin sehr gespannt, was jetzt hier kommt. Also ich, zu geklauten Designs angeblich sogar. Wird einfach mit seiner letzten Kollektion anfangen und fang einfach mal mit dem Hemd aus dieser Kollektion an. Dieses schwarze Hemd mit den weißen Details. Ich werde auch immer Bilder zu... Ja, ich pack das nicht, wenn die Geschwindigkeit so hoch ist, Leute. Sorry. Werden wir auch so schaffen. Dazu einblenden auch Vergleichsbilder. Da habe ich auf jeden Fall starke Parallelen gesehen, okay, zu dem Hemd, was ich jetzt einblenden werde. Ja, also ähnlich mit diesen Outlines natürlich, aber man kann natürlich sagen, dass das einfach dieser Western-Style ist, kann man natürlich sagen. Und der Stoff auch ein anderes bei dem. Und zwar geht es um die Marke Root. Ich glaube, okay. Also, ich habe bei meinem Kollektionsvorstellungsvideo schon dazu gesagt, woher diese Idee kommt. Ich nehme euch jetzt hier einfach mal mit auf die Peso-Seite. Season 7. Wir hatten hier, ihr seht es schon, das Hemd. Taschen anders gesetzt. Das hier sind auch ganz andere Taschen. Wir hatten in der Season 7, das letzten Sommer rausgekommen, ein Hemd mit Blumenmuster. Fand ich sehr nice. Fand ich relativ dünn. Ich wollte jetzt im März eins rausbringen mit dickerem Stoff, dafür aber kurze Ärmel. Das hier lange Ärmel. Und das hat überall diese weißen Applikationen, auf die er anspielt. Diese weißen Applikationen an den Nähten. Hat das Hemd hier auch schon gehabt. Ich habe es jetzt einfach in schwarz rausgebracht. Plus, es ist, ich bin offen und ehrlich, es ist kein Hexenwerk. Es ist ein klassisches, wie man es nennt, Pyjama-Western-Style-Hemd. Gib es bei Google ein, du findest viele davon. Na gut, ihr seht das jetzt nicht. Ja, auch das schaut sehr ähnlich aus, muss man sagen. Komplett, aber das gibt es auch auf ASOS und so. Das ist gar keine Kunst, dieses Produkt. Das ist ein bestehendes Produkt. Ich kann ja auch nicht eine Jeans rausbringen und sagen, ah, die hat zwei Beine. Es ist halt ein bestehendes Produkt, das kannst du nicht neu erfinden. Aber du kannst die Qualität nicer machen. Du kannst mit der Anordnung spielen und so weiter. Wir haben dieses Metallpatch dran und so. Deswegen. Am Ende frontet er mich komplett. Okay, bin schon sehr gespannt. Also, und wenn so Leute wie zum Beispiel ein Kelly, ihr kennt ja alle Kelly Kayo, Ketcher Mayo, das wandelnde Fashion-Lexikon. Wenn so Leute wie er, der wirklich von Mode Plan hat, er hat sich dieses Hemd bestellt. Als er mich gefragt hat, ich gesagt, Bro, ich sende es dir zu. Er wollte es unbedingt kaufen. Ehrenmann, Bro. Wenn jemand was sagen würde, dann er. Aber Leute, die sich mit Mode auskennen, die wissen das. Das ist einfach ein bestehendes Produkt. Dustin hat sogar auch schon mal in Videos von der Marke geredet. Die Marke ist auf jeden Fall... Ja, kann ich euch sagen, warum. Und zwar, ich habe mir vor einem Jahr oder anderthalb habe ich mir eine Root Cap gekauft, weil ich die Cap damals sehr, sehr nice fand. Dann habe ich, für die Leute, die mich länger verfolgen, die kennen die Story schon, dann habe ich ein Instagram-Bild gepostet mit der Cap, habe Root verlinkt und den Designer. Da ist diese Story mit seiner Freundin, glaube ich. Meine Freundin hat das Bild auch kommentiert. Und ich habe so gesehen, da konnte man auf Instagram noch sehen, wer was geliked hat. Und der Typ, der liked eigentlich immer alles, wo man ihn halt markiert von seiner Marke, wenn man sich was gekauft hat. Finde ich eine coole Einstellung, mache ich eigentlich auch so alles, was ich sehe, zu liken, wenn Leute was von Peso anhaben. Und ja, er ist dann wahrscheinlich auf mein Bild gegangen, hat es gesehen, hat es nicht geliked, hat dann in den Kommentaren rumgeguckt, weil meine Freundin hat auch die meisten Likes dann tatsächlich unter meinem Bild. Und ist dann einfach in die DMs von meiner Freundin reingeslidet. Das war es hier aber wirklich komplett. Deswegen habe ich, die Story habe ich mal in einem Video erzählt. Auf jeden Fall, warum schaust du jetzt so komisch? Okay, gegen ihn kann man auf jeden Fall nichts sagen. Er kennt sich anscheinend nicht so wirklich aus und er sieht halt die Parallelen, die ja auch da sind. Klar, sage ich absolut nichts dagegen, aber es ist jetzt, wie gesagt, es ist nichts Nachgemachtes. Ich glaube, ich gebe mir einen schönen Kebab, so einen schönen Köftespieß. Kolbstraße, ein Köftespieß erstmal mit gar keinem... Von dem Meme kann ich einfach nicht genug bekommen, es ist von Mal zu Mal lustiger. Reden auch und so. Habal, gib mir einfach nur einen Köftespieß. Also die Marke dürfte sogar einigen Leuten bekannt sein. Er hat auch einige Follower auf Instagram. Man sieht auf jeden Fall so am Kragen, dass es der gleiche Schnitt ist und diese weißen Outlines und weißen Nähte sind halt einfach 1:1 gleich. Der einzige Unterschied ist, dass er sozusagen ein kurzärmliches Hemd gemacht hat. Ich finde, man sieht auf jeden Fall so sehr starke Parallelen bei Ja, gut.
Finde ich jetzt nicht. Also es ist halt einfach ein anderer Colorway von meinem Sommerhemd und mit kurzen Armen. Items. Plus es ist ein Western-Pyjama-Shirt, wie man es nennen möchte. Das mit dem Hemd könnte ja einfach nur so ein Zufall sein und ist ja auch einfach so dieser Western-Style, wo... Eben, genau. Valente. Man jetzt sagen könnte... Oder Valente, tut mir leid, ich spreche nichts absichtlich falsch aus, ich weiß es nur nicht besser. Ja, diesen Style gibt's halt einfach und man kann auch nicht immer das Rad neu erfinden. True. Zehner. Aber... So nicht hier, ne? Auf jeden Fall von... Okay, den ersten Einspieler nimmt er noch mit Humor, aber die werden noch sehr, sehr böse. Bin gespannt. Von der Marke noch einige Sachen kommen oder allgemein noch einige Sachen kommen. Von Root werden einige Sachen kommen? Seit das passiert ist, habe ich... Ich leak's jetzt einfach mal. War ich so eingeschnappt, habe ich einfach beides auf blockiert geschaltet und nicht mehr reingeschaut. Bin ich mal gespannt, was da jetzt für Parallelen sind noch. Die Sachen häufen sich einfach. Okay, okay. Und dann merkt man halt einfach, dass es irgendwann kein Zufall mehr sein kann. Und deswegen will ich auch direkt mit der... Auf X-Faktor, das ist so unglaubliche oder unfassbare angelehnt. ...der nächsten Sache weitermachen, von der gleichen Marke. Und zwar die Hose aus seiner auch... Okay, okay. Jetzt bin ich gespannt. Dazu kann ich was sagen. ...der letzten Kollektion mit den... Einer meint's ernst, einen Bushido-Beat als Hintergrund. Okay, und zwar, ich muss das Bild raussuchen. Ich habe aus Istanbul, als wir in der Produktion waren, so eine Trackpants mit Streifen, wobei auch das Rad nicht neu erfunden ist. Ich argumentiere jetzt einfach mal mit demselben, weil es halt Real Talk so ist. Das ist ein bekannter Style und das hat Fear of God außen gemacht. Das gibt's innen. Wir haben es auch schon übrigens außen gemacht. Und jetzt habe ich mich dafür entschieden, das drinnen zu machen. Ich muss euch das Bild raussuchen. Ich gehe einfach mal hier auf Orte und Istanbul, dann kann ich euch das besser raussuchen. Ich blende es euch jetzt ein. Es ist eine Trackpants, die innen drin grau gedacht. Die finde ich sehr nice. Also ich finde die mit Rot, ja, das muss halt passen, aber die finde ich extrem clean, schaut nice aus. Die hat einen breiteren Streifen, die ist ein bisschen enger gemacht worden. Schaut geil aus. Und so ist die... Auch mit den Dior-Sneaker dazu schon nice. ...diese Trackpants entstanden. Dann, ich bin ehrlich zu euch und ich will auch null auf eine Tränendrüse drücken. Das mit den inneren Streifen hat ApoRed auch bei Deadstock schon gemacht. Ja, muss dazu sagen, Deadstock ist ja schon eher darauf angelehnt, also deren Ziel ist es ja eigentlich, teurere Marken davon eine billige Variante anzubieten. Zumindest habe ich das Gefühl bei Deadstock so. Es ist das bei mir mit dem Überfall passiert. Ich habe wenig Kopf gehabt, mir noch mehr Gedanken um die Kollektion zu machen. Mir ging es einfach nur darum, ey, umziehen und so weiter. Und wir haben im Office vorher besprochen gehabt, wir brauchen noch weitere Hosen. Da habe ich einfach gesagt, ey, lass einen anderen Colorway machen. Wir hatten in der Kollektion den roten Hoodie, wir hatten die rote Flanelljacke. Lass einfach einen roten Streifen nehmen. Dabei ist unser so ein Bordeaux-Rot und nicht wie das hier. Und dann habe ich gesagt, okay, dann lass uns doch einfach ein Rot nehmen, weil was passt besser in die Kollektion als ein roter Streifen? Und mein Geschäftspartner meinte tatsächlich sogar noch zu mir, Bro, ich habe so eine Hose, die von Root, die hat hier sogar noch so gelbe Streifen, an der Seite einen Reißverschluss, das ist auch ein Unterschied. Ich habe so eine Hose und sowas gibt es von Root in dem Style, nicht, dass Leute was sagen. Ich bin ehrlich zu euch, ich bin mit dem Kopf woanders gewesen, habe ich gesagt, scheißegal, ist egal. Unsere ist... Okay, quasi. Ich habe auch damals schon auf das Video reagiert mit dem Einbruch und habe ihm mein Beileid ausgedrückt und ihm gesagt, wie kacke ich das finde und ich hoffe, dass er das Ganze psychisch verkraftet und ihn dann nicht allzu sehr belastet, weil ich ja ähnliche Vergangenheit habe. Und da ist quasi jetzt, ich will jetzt nicht sagen die Ausrede, aber der Vorwand, dass zu dieser Zeit er keinen Kopf hatte, jetzt irgendwie zu sehen, ob es da Parallelen gibt oder ob so ein Piece schon mal rausgekommen ist, nehme ich ihm ab. Aber es kommen halt noch andere Designs und da bin ich schon sehr gespannt. Das ist aus einem anderen Dings entstanden, es war nicht die Intention, das nachzumachen. Unsere hat an der Seite hier noch Gummibranding und so weiter. Wobei ich sagen muss, dass ich die graue schon mehr feiere, aber zur Kollektion passt natürlich das Rot besser. Finde ich jetzt, man kann sagen, dass es davon inspiriert. Ich wusste es auch im Kopf, es ist aber nicht meine Intention gewesen, davon nachzumachen. Sage ich offen und ehrlich, ich wusste, dass es diese Hose gibt, habe es einfach ignoriert. Abgesehen davon sind wir... Ah, okay. Das heißt, er wusste, dass es die Hose gibt, aber er hat es ignoriert. Okay, da haben wir das erste Eingeständnis. Da finde ich schon mal sehr nice. Okay, cool. Von unserer Worldwide Trackpants ausgegangen, ist derselbe Stoff gewesen. Wir haben auch innen drin diesen farbigen Streifen, auf der einen Seite Silber und die zweite Hose war ja rot, haben denselben Streifen genommen und daraus ist die entstanden. Mehr kann ich nicht dazu sagen. Das sollte so eine Weiterführung davon sein. In roten Details, diese schwarze... Okay, finde ich schon mal sehr nice, dass er einlenkt. Bei 42 Minuten hätte ich mir das ehrlich gesagt nicht erwartet. Hose auf jeden Fall was ganz Gewöhnliches, was man sehr häufig sieht. Und es wird sich wahrscheinlich um Zufall handeln, dass er genau dieselbe Hose rausgebracht hat. Wie er jetzt noch den Bushido-Beat auf Zerstörungsbasis, weil ja,
wie gesagt, ich wusste, dass es die Hose gibt im Nachhinein, hab trotzdem gesagt, egal, machen wir so, weil wir hatten eine Trackpants, wir hatten eine Jogger, wir hatten eine Cargo und dann finde ich, ist zu viel, noch eine vierte Hose rauszubringen, dann nehme ich lieber von einer Hose noch einen zweiten Colorway und dieses Rot passt super in die Kollektion, wie ihr seht. Vor allem, wenn schon eine Hose rauskam und die gut gegangen ist, warum nicht einfach dasselbe Modell nehmen und da andere Farben drauf klatschen? Ich meine, wie oft passiert das bei Pieces? Das ist jetzt nicht Peso die Ersten, die sowas machen, sondern auch bei Hoodies oder bei Shirts gibt es unterschiedliche Colorways, wenn ein Modell gut geht. Also das ist ein ganz normaler Vorgang eigentlich. Habe ich gesagt, okay, wenn du meinst, es gibt so eine von Root. Abgesehen davon, Lolo hat diese Hose. Unsere hat eine nicere Qualität. Die ist noch dazu dicker. Die von Root kostet 800 Euro, habe ich gegoogelt. Und unsere hat 89 gekostet. Ich finde, es ist eine faire Alternative. Es ist eine super faire Alternative. Und ich frage mich auch, warum bei mir jetzt so mit einer Lupe geschaut wird, vor allem von einem Maximilian. Da komme ich am Ende des Videos nochmal zu. Wenn wir jetzt hier so machen, dann schauen wir mal am Ende des Videos mal bei Maximilian rein. Wenn hier so gegen mich gehetzt wird von Maxi. Ich muss aber... Okay, Maxi wieder mal, also ich nehme an, wenn er sowas schon sagt, dann wird er vielleicht mal auf meine Kollektion eingehen und nicht nur sagen, dass die bei Peso geklaut ist, wegen dem Ausdruck Mexican Standoff und meine neueste Kollektion Britain Brawl von Represent geklaut ist, weil wir aus Wien kommen und somit nur Sachen mit Wien machen sollten. Also ich bin gespannt, was da kommt. Ich muss sagen, hatet bitte diesen Valente nicht. Der hat schon viele Dislikes auf das Video. Aber hatet Maximilian. Das ist der Aufruf. Dabei zeigt er einfach nur Parallelen auf. Ey, Alter. Ey, wow. So, ich würde dann einfach mit der zweiten Hose... Okay, kommt er nicht noch so dreist oder so? Das hat er, glaube ich, rausgeschnitten. ...Hose aus seiner aktuellen Kollektion weitermachen. Und zwar mit der... Cargo Pants, da gibt's. Sagt er jetzt das Gleiche, dass die drei Knöpfe wie bei Represent sind? Wieder parallel. Ehrenaktion, Lukas Mazzini, danke vielmals. Liebe Grüße aus Niederösterreich zurück. Danke für den Support. Zu einer Cargo Pants von der Marke Root. Die Taschen sind bei beiden Hosen. Bro. Wir machen Cargo Pants. Es sind Cargo Pants. Cargo Pants haben die Taschen so. Und wir machen seit der Season 5 Cargo Pants. Hatten wir das? Ich glaube, wir hatten in der Season 3 auch schon eine Cargo Pants. Naja, abgesehen davon, Bro, es ist eine Cargo Pants. Und wir hatten die Taschen vorne schon super lange. Und dann hättest du schon bei der Borderline Cargo sagen müssen, dass, oder dass hier abgerundete Ecken sind. Bro, ja, das Ding ist halt, zusätzlich kommen noch die drei Knöpfe und dass sie in einem ähnlichen Zeitrahmen herauskamen, also kurz nach Root wieder. Das ist, glaube ich, der Vorwurf. Wir bringen jede Kollektion eine Cargo raus und versuchen uns da immer weiterzuentwickeln. Du kannst das Rad nicht neu erfinden. Einmal sind die Taschen eckig, einmal sind die Taschen abgerundet, wie hier bei der Chaos Theory. Da ist die von der Chaos Theory, sehe ich gerade, ähnlicher an die hier als... die wir jetzt gemacht haben. Gut aus. Er hat das gut gemacht, er kommt auch nicht abgehoben rüber. Der Valente im Gegensatz zu Justin oder auch Patrick, die tun teilweise so, als hätten die Fashion erfunden. Meinst du jetzt den Valente, dass der das gut macht und nicht abgehoben rüberkommt? Ich habe nämlich den Eindruck, dass Justin heute überhaupt nicht abgehoben rüberkommt. Also ich nehme mal an, dass er sich die Kritik auch von seiner Community teilweise zu Herzen genommen hat, wo er auf mein Video reagiert hat und viele sagen, dass er kritikunfähig ist oder so. Also er versucht es jetzt mit einem anderen Zugang zu machen und das kommt um Welten sympathischer rüber, finde ich. Also diese drei Knöpfe, aber das hat auch schon Fear of God gemacht, Represent hat das gemacht und ich finde, es ist einfach eine super Alternative, weil mir in dieser Kollektion wichtig war, dass man die Taschen nur weitermachen kann. So, und Reißverschluss hatten wir schon so oft und da ich diesen Western-Style haben wollte, ist das die perfekte Lösung dafür. Aber jetzt zu sagen, dass man die Taschen vorne hat, Bro, das war schon, das war bei der Chaos Theory so, das war bei der Borderline so. Danke, Mann. Ja, Aktion Pipo, danke vielmals. Also, das einzige, Root hat das Rad ja auch nicht neu erfunden. Die Cargo, das ist eine Cargo, die so existiert. Das, was das Markenzeichen anscheinend von Root ist, sind hier diese gelben Drawstrings. Ähnlich platziert, wenn nicht gleich platziert. Und da könnte... Ja, die Taschen sind gleich platziert. Kann ich dir so sagen, aber das ist nicht... Naja, aber die Taschen sind auch ähnlich. Also es ist ja nicht nur, dass sie gleich platziert sind, sondern es sind unter anderem auch die drei Knöpfe plus eben der Aufbau dieser Tasche. Von Root, das machen wir auch schon immer so. Dann wieder erstmal sagen, kann ja Zufall sein oder keine Ahnung, bei Cargo gibt es jetzt nicht so viele Möglichkeiten, aber es ist halt wie... Richtig, weil es eine Cargo ist. Du kannst ja auch nicht bei einer Jeans sagen. Ja, der hat hier an den Seiten diese Hosentaschen. Das hat er von Calvin Klein geklaut.
wieder die gleiche Marke und die Hose von Justin hat unten diese drei Knöpfe. Ja. Und ich finde, das ist sehr charakteristisch und das Gleiche findet man halt, die exakt gleichen drei Knöpfe findet man auch bei der Cargo-Hose. Okay, ja, das sage ich auch, also kann ich offen zugeben, das habe ich jetzt nicht bei Root gesehen, es gibt einfach viele Marken, die in letzter Zeit in diese Richtung gehen, diese Knöpfe zu machen. Und okay, das heißt, es ist nicht von Root, sondern allgemein die Richtung, die die Mode gerade mit Cargo-Pants geht, beziehungsweise was den Hosenabschluss betrifft. Da ist es absolut legitim, dass man sich da von drei Knöpfen inspirieren lässt. Also wir wollen uns da jetzt nicht auf einem Knopf aufhängen, beziehungsweise auf drei Knöpfen. Und was, das ist halt Mode, es gibt in der Mode Trends und wenn du dir die Trends anschaust, so wohin das geht, dann zieht man natürlich mit den Trends mit, einfach um nicht out zu werden, sage ich jetzt mal. In der Sommerkollektion ist es wieder anders. Da haben wir Reißverschluss und Klettverschluss wieder. Ja, das ist legitim. Er weiß, dass die Zukunft von seinem Statement abhängt. Daher gibt er sich bestimmt richtig Mühe, wie der sonst rüberkommt. Ich glaube schon, dass er sich überlegt hat, wie er in diesem Video wirken möchte. Ja, und nicht diese drei Knöpfe. Okay. Rude. Und das ist dann schon sehr offensichtlich so. Wie gesagt, werde ich auch wieder bilden. Ja, das Datum brauchst du jetzt nicht einblenden. Da einblenden und so. Also Leute, nicht wundern, falls jetzt hier nach dem Cut die Kulisse sich ein bisschen verändert hat oder die Kameraposition ein bisschen anders ist. Die Speicher... Ach so, und wenn jetzt Leute wie Maximilian oder wieder so ein Mahan rausgekrochen kommen oder so ein Kuchen-TV, wo ich mir denke, Bro, was hat Kuchen-TV mit Mode zu tun? Nichts. No front. Oder Monte mich drauf anspricht. So, dieses Video hier ist für Mode-Leute. Eigentlich Modeleute wissen, dass das nichts nachgemacht ist, sondern einfach gegebene Sachen in der Mode sind, Elemente, die du halt in deine Kollektion einbaust. Aber für die Leute, die sich für Mode interessieren, sag ich es mal so, schaut dieses Video dann auch bitte komplett und schaltet dann nicht ab. So, nur die Vorwürfe zuhören, aber dann meine Rechtfertigung nicht. So, deswegen schaut. Ja, die Zeit geben wir ihm auf alle Fälle, genau deswegen schalten wir ja auch ein. Das Video bitte zum Ende. Ich bin echt gespannt, was hier jetzt kommt. Karte war voll. Also er richtet sich auch sehr bodenständig mit einer Bitte an die Leute. Also das höre ich auch zum ersten Mal, finde ich gut. Ich hoffe, dass er allgemein so die Art, die er jetzt gerade von sich zeigt, dass er die auch teilweise weiterführt. Klar hat das auch viel mit Humor zu tun und seiner Art, aber ich finde, das macht ihn viel nahbarer. Das kann während des Videos auch nochmal passieren. Auf jeden Fall werde ich jetzt mit dem nächsten Teil weitermachen. Und da geht es um den Hoodie aus seiner letzten... Ich bin jetzt aber mal gespannt, was die... das haben wir eh schon in dem Video geklärt, in meiner Reaction, dass ich finde, zum einen, er hat das als Thema mit Peso selbst, die Schlange mit dem Adler, das ist schon vorgefertigt, das ist einfach die mexikanische Währung und dieses Theme wird immer wieder aufgegriffen. Also den Vorwurf, der passt einfach nicht ins Video, genauso wie die letzten Vorwürfe da nicht reinpassen. Eine Hoodie-Tasche oder eine Kapuze kann sie ja mal nicht sein, weil das sind charakteristische Merkmale für einen Hoodie. Was ist Kollektion hier? Mit dem Adler, der diese Schlange so greift. Da gibt es von Root auch ein sehr ähnliches Motiv. Ich glaube, auf dem Hemd, nicht auf dem Hoodie. Leute, da muss ich jetzt nichts zu sagen, oder? Aber auch mit diesem Adler, der die Schlange greift. Ich glaube einfach, dass das mit ins Video geschafft hat, weil er möglichst viel finden wollte. Das ist meine Vermutung. Das habe ich jetzt leider nicht mehr gefunden online, aber ich habe es gescreenshottet von der Insta-Seite. Den Link kann ich halt dieses Mal nicht in die Beschreibung. Ich sag besser doch mal was dazu, bevor das Leute nicht checken. Unsere Marke heißt Peso, das ist die mexikanische Währung. Und auf der mexikanischen Flagge ist der Adler und die Schlange drauf. Das benutzen wir seit unseren ersten Kollektionen und das ist schon 3-4 Jahre her. Dieses Teil hier, das ist von Root, das ist aus der Zeit, wo ich mir die Cap gekauft habe. Das ist ein Jahr her, anderthalb, ist das hier rausgekommen. Ich google mal gerade. Juli 2018, so. Und Peso gab es 2017. Seitdem arbeiten wir mit dem Adler und der Schlange, weil es halt auch... obvious ist, damit zu arbeiten. Das war in der Season 3 so, das war in der Season 2 so, dass wir den Adler und die Schlange genommen haben. Also ich will dich jetzt nicht haten, aber es wirkt so, als würdest du Justin jetzt verteidigen. Ich finde, es geht hier einfach darum, ihm auch Gehör zu schenken. Immerhin ist das seine Marke. Er wird hier angegriffen, ihm wird vorgeworfen, dass er dreist alles kopiert. Und die Plattform muss man ihm einfach bieten, dass er sich dazu rechtfertigt. Das ist alles, worum es geht. Es geht überhaupt nicht darum, ihm irgendwie zu haten oder ihm irgendwas sinnlos vorzuwerfen, sondern einfach, er steht für seine Marke ein und da muss man ihm zuhören. Fertig, aus. Eher könnte, also es wird nicht so sein. Es ist wahrscheinlich ein Zufall jetzt von Root. Eher könnte man sagen, dass Root das bei uns gesehen hat, weil wir schon immer mit dem Adler und der Schlange arbeiten. Das weiß ich jetzt nicht, ob man jetzt Root vorwerfen kann, dass die sich an Peso orientieren. Das finde ich eine sehr mutige Behauptung. Das ist ja wirklich das Abwegigste der Welt.
Sachen packen. Also das kann ich euch beweisen. Wir gehen hier jetzt einfach mal auf die Season 2. So, hier haben wir das. Hier haben wir das T-Shirt. Das ist jetzt nicht die niceste Quali. Wir sehen hier den Adler und die Schlange. Ich gehe auf die Season 3 mal. Wir haben hier den Adler und die Schlange. Sogar wie er die Schlange packt. Seht ihr das? Und mit dem Motiv arbeiten wir schon immer, weil das das Peso-Markenzeichen ist. Okay. Ich glaube, hier haben Leute zu schnell dieses Video gesehen und Parallelen gesehen und nicht auf das Datum geachtet, weil, Bro, das ist, ich sehe hier hinten schon den Favela-Schmetterling. Eieieiei. Leute, das Video hier, das wird noch ganz wild. Ja, auch beim Favela-Schmetterling. Also da haben wir auch festgestellt, dass das von Justin früher rauskam als das von Favela. Ich kann hier mal mit, ihr müsst auf das Datum gucken, Alter. Da werden manche Sachen schon von alleine aufgehoben. Oh Mann, Alter. Ich muss jetzt dieses Favela-Ding droppen. Der Typ hat mir mit einer Anzeige gedroht, dafür, dass ich hetze. Aber... Was? Oha. Wir werden hier bei Minute 9,28 werden wir da hinkommen. Ja, der einzige Unterschied ist eigentlich... Ich werde es jetzt hier liegen. Nicht, dass bei Justins Ding halt der Adler ein Skelett ist und die... Nee, das ist nicht der Unterschied. Wir hatten das auch schon ohne Skelett, aber das sage ich dir, weil das schon immer unser Markenzeichen ist. Jetzt bei Basic Instinct, weil es so darum ging, die Urinstinkte der Tiere, dass der Adler die Schlange jagt und die deswegen tot sind, beziehungsweise die Schlange deswegen tot ist, haben wir das in einem Skelett dargestellt. Unfassbar nice Artwork geworden, aber das ist von niemandem nachgemacht. Die Schlange, bei dem Teil kann man sagen... Ja, das würde mich interessieren, ob die das selbst entworfen haben, weil es schaut schon nice aus. Das ist nur inspiriert, aber ich glaube es eigentlich nicht, weil... Der junge Herr lehnt sich hier weit aus dem Fenster. Ja. Vergiss nicht, am Ende in die Kommentare zu schauen, da entschuldigt er sich nochmal bei dir. Ja, das nutzt nichts. Also das einfach in Form eines Kommentars hineinzuschreiben, ist schon relativ wenig. Also wenn er da wirklich zum Schluss nochmal fette Ansagen rauspackt und mich des Todes hatet, obwohl er ja nicht die Zusammenhänge vorhinein schon gewusst hat, dann reicht ein Kommentar nicht aus, das sage ich euch aber auch. Das wäre, ich glaube, das sieht er aber selbst an. Bei den anderen Sachen so starke Parallelen hatten und... Wisst ihr, so was die Sache ist? Jetzt merke ich so, ich hätte eigentlich nicht auf sowas hier reagieren brauchen, weil die Leute, die Plan haben, die wissen von selbst. Nee, und die mich schon länger verfolgen. Aber für die... Ja, aber da kommen noch Designs. Also da geht es nicht darum, dass da Leute, die keinen Plan haben, oder Leute, die Plan haben, das eh schon von alleine checken, sondern da kommen schon Vorwürfe, wo ich selbst auch absolut überrascht war und mir gedacht habe, fuck, er kopiert anscheinend wirklich. Leute, die mich zuspammen und sagen, oh, 1:1 kopiert. Und auch wenn er das Gegenteil behauptet, meine ich schon Ahnung von Mode zu haben. Wie kannst du sowas machen und so? Für die mache ich halt dann auch gerne so ein Video. Aber es ist dann halt auch so, dieser Lelano-Effekt, wenn ich jetzt sowas Aufmerksamkeit gebe, dann wissen andere Leute auch, okay, krass, man muss Justin nur das und das vorwerfen und dann kriegt man seine Aufmerksamkeit. Ich werde auf kein zukünftiges Video mehr von sowas reagieren, sei es von Maxi, von Mahan, von Valente und so. Bei wie viel Front sind wir schon? 8 oder so? Wirklich nichts gegen Valente, der macht seinen Job hier. Okay, das ist auf jeden Fall ein interessanter Move. Er nimmt quasi den Valente in Schutz, um denjenigen, der das Ganze provoziert hat, außen vor zu lassen und auch eine sympathische Wirkung hier zu bezwecken, indem man sagt, ja, der kann ja gar nichts dafür, der hat sich da nur recherchiert und das ist auch vollkommen in Ordnung, aber Mahan, Maxi, sagt er ja sehr, sehr gerne, das sind die Pisser, die hier sinnlos Angriffe starten, die müssen wir fronten, die müssen wir fertig machen. Aber das ist einfach so dieser Lelano-Effekt, no front an Lelano, aber ihr wisst damals, Lelano und ich hatten Beef, wir haben ein Video hin und her gemacht, bei beiden lief das gut, Lelano hatte 50.000 Abos, wurde immer größer, löscht auf einmal alle seine peinlichen Videos und macht Rap, jetzt ist er Rapper. Ist nicht allein mir zu verdanken, aber ich habe ihm so diese Plattform gegeben und ich will niemandem seinen Hack wegnehmen, aber durch sowas bekannt zu werden, so, also Valente gönne ich es noch am ehesten, aber so ein Maximilian. Front. Ist sich wieder. Ich möchte auch nebenbei bemerken, dass mir diese Geschichte mit Justin absolut nichts bringt. Ja? Also mein YouTube-Kanal, bis auf die Dinge, wo er meine Marke hatet, ist frei von dieser Geschichte hier, weil ich einfach strikt meine Marke von den Vorwürfen, die da gegen Peso sind, komplett trennen möchte, weil ich auf diesen Zug nicht aufspringen möchte und nicht will, dass meine Marke diesen Beigeschmack bekommt, weil es einfach absolut nichts mit MEM zu tun hat. Um die gleiche Marke Root handelt. Ja, genau. Und beide Schriftarten sind halt so schnörkelig und haben diese... Ja. Die, es ist
eine geschwungene, fette Schriftart. Dann könntest du auch sagen, das ist von Humanmade geklaut. Das habe ich auch schon zwei, dreimal gesehen. Oh man, Alter. Ah, ja, ja, genau. Da, dieser Vorwurf, den gab es ja auch mit Humanmade, diese Font, die er benutzt. Das ist irgendwie die Old England oder so ähnlich heißt die Font, die der Erfinder hat die, danke, also Mann, kurz bevor er gestorben ist, danke vielmals, für, wann gibt's Call of Duty, zum Schluss immer, der hat die Font freigegeben, allerdings nur für private Zwecke. Das habe ich gelesen. Willkommen in der Armee, Amadee Amsel. Das habe ich gelesen. Das ist einfach eine vorgefertigte Schrift, die es gibt. Wir haben verschiedene Schriftarten ausprobiert und haben uns für die entschieden. Und nur weil unsere Schriftart geschnörkelt ist und die von Root auch, zu sagen, das ist... Oh Mann, Alter. Dann kannst du auch sagen, das hier von Root ist von der Saint Laurent Teddyjacke kopiert, weil das auch so Elemente an den Ärmeln hat. So. Hä? Danke, Mann. Also. David, danke vielmals für die 5 Euro. Servus, verfolge dich nicht wirklich. Bin aktiver Zuschauer von Justin. Bin auch auf seiner Seite. Dennoch finde ich ein paar... Ich muss da kurz einmal nachschauen. So, ein paar... Internet, dankeschön, dass das so schnell geht heute wieder. Ein paar Aussagen von ihm gegenüber dir etwas too much. Dennoch sehr sympathisch, wie neutral du darauf reagierst. Danke vielmals, freut mich. Das ist auch Sinn und Zweck der Sache. Ich will hier persönliche Dinge raushalten. Es sind einfach Elemente in der Mode gegeben, so. Keine Ahnung. What the fuck, Alter, da könntest du das hier zum Beispiel auch sagen. Root. Das ist eine Root-Jacke. Wenn man das mit der Saint Laurent-Jacke vergleicht, ich sag niemandem das, was nachgemacht ist. Es ist einfach eine College-Jacke. Das ist ja College-Jacken-Stil einfach. Das ist ganz normal. Also College-Jacken haben immer wieder denselben Aufbau. Das ist so ein Rohprodukt, mit dem man mal beginnt, wo einige Akzente das, die College-Jacke definieren. Also das ist nichts Neues. Okay. Es ist eine College-Jacke. Die haben diesen Stil. Und auch wenn das super ähnlich ist zu einer Saint Laurent-Jacke, würde ich auch nicht sagen, Root hat das nachgemacht. Das wäre wie, wenn ich jetzt eine College-Jacke rausbringe. Das ist dieser College-Jacken-Style. Prediction heute Abend kommt im Shock Drop M.E.M. Jack the Ripper Shirt mit 4. Opfer, Peso ein weiteres Opferfeld. Ja, fand ich auf jeden Fall, aber Freunde, wie gesagt, versuchen wir da trotzdem objektiv und erwachsen mit der Sache umzugehen, auch wenn ich den Joke witzig finde. Und so müsst ihr mal in den Kopf bekommen, es sind Elemente in der Mode gegeben. Du kannst jetzt nicht einfach, um was Neues zu machen, an ein T-Shirt 3 Ärmel nähen. Weil keiner hat 3 Arme. Amadee Amsel, danke vielmals für deinen Support. Haut noch einen Sub raus, Freunde. 423 Abonnenten, 500 ist das Ziel. Dann machen wir einen fetten Shopping-Stream, Leute. Also wer noch nicht abonniert hat, ja, hier auf Twitch, Rufezeichen Prime in den Chat. Für alle, die Amazon Prime haben, können natürlich gratis abonnieren. Für den Rest freue ich mich natürlich, wer trotzdem subbt. Sorry an die, die welche haben. Aber wisst ihr, was ich meine? Man kann nichts neu erfinden. Ja, perfekt. So, beim nächsten Kleidungsstück oder... Vor allem dieser Titel auch, Peso Designs geklaut, Justin kopiert 1:1:30. Ja, plakativ halt, so wie man das nun mal mit Bildtiteln, mit Videotiteln macht. Weil er gerade gesagt hat, man kann das Rad nicht neu erfinden. Da muss ich jetzt schon widersprechen. Klar wird es immer Ähnlichkeiten geben und klar kam schon so viel raus, dass man immer Verbindungen ziehen kann. Aber wir versuchen schon immer neue Themen aufzugreifen, von denen wir nicht wissen, dass die jemals aufgegriffen wurden. Wie auch mit der aktuellen Kollektion. Besser gesagt, Accessoire, geht es um die Zigarettenschachtel-Bag da von Just. Da habe ich doch auf meinem Reaction-Video schon gesagt, dass ich das von... Maximilian meinte, ich hätte die von Represent nachgemacht. Ich habe gesagt, meine Freundin und ich, wir waren shoppen. Ich habe diese Tasche gesehen bei Saint Laurent, die ist aber super viel weiblicher. Ne, die meine ich nicht. Das hier ist die Tasche. Es ist eine Zigarettentasche. Okay, ja, da sieht man schon die Parallelen auf jeden Fall. Und die ist doch eher weiblich, da hat er schon recht mit diesen Ketten da. Also auch bei dem, auch den Vorwurf fühle ich nicht unbedingt. Aber wir kommen dann noch zu diesem Karo und zu diesem Marlboro-Theme, da wird es dann spannend. Auch erstmal so, du kannst da die Größe nicht variieren, weil es muss eine Zigarettenschachtel reinpassen. So, und ich habe das gesehen und finde die Tasche so nice. Ich kann mir die aber nicht kaufen, weil es ist eine Frauentasche, es ist zu weiblich hier mit diesen, ihr müsst wissen, das ist kein... Kein fetter Metallstreifen, das sind sowieso viele kleine Metallhärchen, die dann so im Wind so baumeln. Und das ist einfach zu weiblich. Ich finde diese Tasche aber so nice. Wie so Ohrringe quasi. Plus, sie kostet 1000 Euro. Ich habe diese Tasche so nice gefunden, ich habe die dann halt meiner Freundin gekauft. So. Wow, Mashallah. Weil ich gesagt habe, irgendwie muss es doch eine Möglichkeit geben, weil wir auch seit der Season 4 mit diesen Zigarettenanspielungen arbeiten, was eine heftige Idee damals war von unserem
Co-Designer, dass ich einfach diese Tasche gesehen habe. Willkommen in der Arme, Jules. Ich habe gesagt, ey, wir müssen sowas hinkriegen, aber in cool für Männer. So, wir haben das hier weggelassen, wir haben anderes Leder genommen, plus die Tasche kostet 1000 Euro bei Saint Laurent. Wir haben sie für 89 verkauft. Und auch das, finde ich, ist wieder eine super faire Alternative. Plus. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen. Das erinnert so an eine Frauenhandtasche. Finde ich, was meinst du hier? Für Männer, das hier ist eine Frauentasche. Was denn? Ich habe jetzt schon ausgekontert, bevor er was. Und da hat er sogar selbst gesagt, dass er sich so ein bisschen an der YSL-Tasche inspiriert hat, aber halt eine maskuline Version davon rausbringen wollte, weil die von YSL halt für Frauen gedacht ist. Da hat Root eben auch schon mehrere solche. Bro, ist das eine Indianertasche oder was? So, am PC kann ich es mir jetzt hier angucken. So. Das hier sind die Taschen. Das hier sind die Taschen. Das findest du ähnlich zu meiner? Nur weil das auch eine Zigarettenform hat? Das schaut eins zu eins aus wie Marlboro. Das finde ich cool. Cool. Aber die Taschen sind nice. Willkommen in der Army, Max. Das muss ich ja jetzt erst so sagen, Leute, oder nicht? Dann kannst du auch sagen, unsere Winterjacke, die im Winter kommt, die ist ähnlich, weil es eine Downjacke ist und die hier zwei Taschen hat. Kannst du auch jetzt schon sagen, schreib dir das schon mal auf für dein Wintervideo, Valente. Unsere ist zwar washed aus einem Stoff und die hier ist so, hier steht Leather, aber dann kannst du das hier auch schon mal notieren. What the fuck? Ja, die Tasche hier wollte ich übrigens auch noch rausbringen. Boah, na, fühle ich gar nicht. Und ja, wir haben auch T-Shirts, Root hat auch T-Shirts. Valente, schreib. Ja, jetzt verharmlos das Ganze schon ein bisschen für meinen Geschmack. Hast du schon mal auf? Zigarettenschachtel-Taschen rausgebracht, die auch maskulin wirken, ich denke. Ja, also die Tasche hat wirklich super maskulin gewirkt, gerade von Root. Dass er auch durch Root auf diese Schachtel gekommen ist und im Nachhinein das mit YSL noch gefunden. Vor allem Root. Vorhin, weil ich das gerade sehe, kritische Kommentare, die nicht unter der Gürtellinie ist, liebe Moderatoren, müsst ihr nicht irgendwie rauslöschen. Zensur betreiben wir im Chat nicht. Jeder kann seine Meinung äußern, ob die kritisch mir gegenüber ist oder nicht. Alles bleibt drin, was niveauvoll bleibt. Die Bilder waren noch gerade neu, die mit meiner Freundin, die habe ich letztes Jahr im Sommer, wir waren im Urlaub und da, ich habe ihr die zum Geburtstag geschenkt. So, beim nächsten Teil handelt es sich um Pulli aus Just. Da bin ich gespannt jetzt. Sind's Borderline-Kollektion. Sagt er jetzt, dass diese Race Flag nachgemacht ist. Und zwar um den okay. Hoodie, der diese Karo-Muster an den Seiten hat. Da okay, ich war nicht der Erste, der Karos verwendet hat. Dann kannst du das aber auch bei den Flammen hier sagen. Da hat er wieder. Es ist einfach eine typische Vintage-Kollektion. Das gab es schon in den 90er, 2000er Jahren und das sind Elemente, an denen man sich bedient. So, genau wie du im Rap sagst du ja auch nicht, ja, ich nehme jetzt einfach mal den Shindy-Track, What's Love, den neuen. Da hat er das What's Love nachgemacht, er hat es gesampelt. Es ist ein Sample, du kaufst dir Vintage-Samples ein. Von Root das abgeguckt und das ist das Kleidungsstück, was ich persönlich auch mit am dreistesten finde. Sorry, da will ich jetzt echt nicht sagen, aber unser sieht ja mal wirklich 40 mal geil aus. Auf jeden Fall gibt es... Hat er das jetzt geskippt oder was? Ist eigentlich den identischen Hoodie von Root. Ey, Bro, Alter. Aber er hat das mit den Outlines jetzt sich nicht angesehen. Was? Ehrenlos as fuck. Ja, also... Ja, das hätte er sich schon ansehen sollen, weil es war ja auch der Vorwurf, dass er die einzelnen Details für dieser Racing Flag, wie zum Beispiel, dass das ausgeblichen ist, hier auch eins zu eins übernommen worden. Also das, schade, dass er das geskippt hat. Hätte mich interessiert, was er dazu sagt. Ehrenlos as fuck. Also danke an die Leute, die jetzt noch dran sind, um sich das hier zu geben. Also ja, same here. Wirklich. Ich checken die Leute, die sich mit Mode auskennen, wenigstens, was ich sage. Ehrenaktion, danke Cornelius. Jetzt gebe ihm jetzt noch ein bisschen Chance, aber Bro, Alter, das ist in meinen Augen richtig ekelhaft. Okay, man muss jetzt nicht übertreiben hier mit den Einblendungen, Valente. Kommen wir zum nächsten Kleidungsstück, beziehungsweise den nächsten Kleidungsstücken. Schade. Und zwar man merkt aber, dass er meine Videos wirklich sehr feiert. Also er sucht sich diese Einschnitte raus. Dann, ja. Naja, das sagt er auch im Vorhinein, dass er ein Justin-Fan war, ist, wie auch immer. Er sagt, er schaut die Reactions gerne. Er hat hier, ey. Und dann diesen Sonny Black Beat, den ich immer nutze, wenn Ansagen wie das kommt. Geht es sich um Justin? Ja, das ist ein Easter Egg. Das haben die auch in die Kommentare geschrieben, dass sie das mit Absicht gemacht haben. Das vierte Kollektion, da hat er diesen Marlboro-Theme. Das gleiche hat halt Root auch wieder rausgebracht. Und da kann er auf jeden Fall auch nicht sagen, dass es Zufall ist, weil die Kollektion ist relativ zeitnah. Okay, das ist halt das Marlboro-Logo, sag ich ehrlich. Das war die Season 4, das ist 2,5 bis 3 Jahre her.
habe ich in den Abschlusskollektionen gesteckt. Ich habe nicht 100% an den Designs mitgearbeitet. Ich bin offen und ehrlich, arbeite erst, seit ich in Düsseldorf wohne, 100% eigenständig an den Designs machen. Okay, interessant. Das heißt, er räumt ein, dass er nicht zu 100%, er ist ja der Creative, aber er räumt ein, dass er nicht zu 100% an einem Designprozess beteiligt ist und vieles auch eigenständig gemacht wird von LFDY wahrscheinlich oder von den Creatoren bei LFDY. Finde ich fast ein bisschen schade. Also ich hätte mir schon gedacht, dass er bei jedem Design mitwirkt, zumindest mitwirkt, aber ja, ist in dem Fall nicht so. Also ich für meinen Teil, aber das ist mein Geschmack und das ist die Art und Weise, wie ich das Ganze halte. Ich für meinen Geschmack, mir macht es einfach am allermeisten Spaß, von allem, was mit der Modemarke zu tun hat, die Designs zu entstellen. Also das ist das, wo für mich quasi so ein Flow-Erlebnis ist, wenn ich hier Ideen umsetzen kann, gemeinsam mit Daniel. Ich persönlich könnte das niemals grafisch umsetzen, aber ich habe Gott sei Dank so eine gute Kommunikation mit Daniel, dass wenn ich was sage, dass der 1:1 das auf das Bild bringt. Und das ist das Niceste und das Geilste überhaupt an all dem überhaupt eine Modemarke zu haben. Also gar nicht das Geld oder sonst irgendwas. Ich meine, sicher ist es nice, wenn du auf der Straße gehst und es kommt jemand entgegen, der deine Sachen trägt. Das ist sowieso nochmal ein ganz anderes Gefühl. Aber der kreative Prozess beim Entwickeln der Designs ist das, was mich am meisten befriedigt. No sexual. Also das finde ich ein bisschen schade eigentlich. Selber die Entwürfe mit. Ich habe oft Sachen vorgeschlagen bekommen und habe dann gesagt, okay, dann lass die so und so machen. Wenn das Parallelen sind, okay. Zu dem kann ich nichts gegen sagen. Ich habe auch fast gedacht, dass sowas in die Richtung kommen wird. Ist doch eine Riesenfirma, also dachte ich schon, dass das so ein Argument auch kommen wird. Root rausgekommen und Root hat es vorher rausgebracht, sowohl die Jogginghose als auch ein T-Shirt und ein Pulli, glaube ich, mit diesem Marlboro-Logo hat er damals rausgebracht. Wie ich das gesehen habe, so bei den Instagram-Posts, die Sachen von Root kamen. Safe, sage ich absolut nichts gegen. Aber Peso, wir haben letztes noch nachgezählt. Peso. Übrigens, Dösami, die Marke, mit der ich zusammenarbeite, hat dieses Design, ich glaube schon vor, keine Ahnung, vor 3 Jahren rausgebracht, also noch vor Root. Die sind da relativ schnell immer. 128 Pieces, wenn ich mich nicht verzählt habe, kann sein, dass 1, 2 Accessoires fehlen oder zu viel sind. Peso. Was du möchtest, ist einfach Justin runterzumachen. Bin sehr enttäuscht. Habt ihr dieses Gefühl? Also sehe ich nicht so. Du hast 128 Pieces released in 3 Jahren. Und er wirft mir jetzt hier bei, ich kann bei 2 Sachen absolut nichts dagegen sagen, bei der Trackpants und bei diesem Marlboro-Ding. Real Talk. Wenn du das dazu zählen möchtest mit den Race Flags, das ist ein Vintage-Sample. Bro, okay? Haben so bei 128 Sachen, selbst wenn 12,8, selbst wenn 13 Sachen davon, das wären 10%, die inspiriert sind. Sag ich mal, wenn... Ja, inspiriert. Wenn 2 Sachen 1:1 werden, wir haben 128 Sachen released. Bro, ich find, das ist nicht verhältnismäßig, sage ich dir ganz ehrlich. Im September raus und sein Season-Trailer damals kam erst im November raus. Mager Quager. Mager Quager. So, bei den Kleidungsstücken, die jetzt folgen, da ist es nicht ganz so dreist kopiert, wie jetzt bei den Anfängen. Ja, jetzt kommen die sinnlosen Vorwürfe meiner Meinung nach. Die passen da einfach nicht genauso wenig wie... Das mit dem Adler und der Schlange. Ähnlichen Sachen, so die inspirierten Sachen wollte ich halt einfach auch in dem Video einbauen. Fand ich auch ganz erwähnenswert einfach. Okay. Beim ersten Kleidungsstück handelt es sich um einen Pullover aus der 3. Season von Peso bzw. Justin. Ja, das war früher, glaube ich, als das von Off-White. Der meiner Meinung nach auf jeden Fall von dem Off-White Pullover. Der also das war ein Recherchefehler von ihm. Rudi, der kam ein halbes Jahr oder ein Jahr nach Peso raus. Alles klar! Virgil Abloh hat, die haben sowas rausgebracht. Guck dir das mal an. Natürlich, Virgil Abloh würde niemals Peso nachmachen. Aber Bro, check das Peso-Design ab. Wir hatten das gleiche übrigens in Weiß. Es ist ein Dschungelprint. Es ist eine linksbündige Schrift darunter. 3 Monate später oder 2 Monate später bringt Virgil Kid Cudi Merch raus. Okay, das ist jetzt kein Dschungel. Der Merch, den Virgil Abloh immer rausbringt, den feiere ich immer des Todes. Also der ist meistens richtig nice. Wie auch der Merch von Travis Scott, der macht das wirklich Bombe. 814 Zuseher, nice, Freunde. Dann nutzt die Gelegenheit auch gleich mal um zu subben. Na sicher. Aber es ist ein Waldprint und eine linksbündige Schrift. Und es ist ein Longsleeve in Weiß. Wir hatten auch ein Weiß. Das gleiche gibt es auch im weißen Longsleeve. Könnte ich ja auch dann sagen, Virgil hat uns das nachgemacht. Das gab das Peso zuerst. Das hier gab es 2 Monate später und diesen Off-White-Hoodie, den ihr hier zeigt. Also Justin, der meiner Meinung nach auf jeden Fall von dem Off...
Den gab es ein halbes Jahr bis Jahr später. Boah, der ist aus 2019. Das schaut voll so aus, als wäre das Bild schief, oder? Seht ihr das? Oder so. Ist das mit Absicht? White Pulli mit einem sehr... Leute, checkt ihr das? Checkt ihr das? Ihr müsst... Valente, du musst... Wenn du schon bei den anderen Sachen das Datum raussuchst, warum machst du es denn hier nicht? Ah, true. Das ist ja das Abwegigste der Welt. Aber Valente sagt doch selbst in seinem zweiten Video, glaube ich, dass er sagt, teilweise hat er da Fehler gemacht und hat auch viele Fehler eingeräumt, Recherchefehler, und hat dann noch ein paar Designs gebracht, die aber trotzdem sehr nah an Peso waren. Also ja, das muss man schon dazu sagen, dass er Fehler gemacht hat, ganz klar. Das, was später rauskam, zu sagen, ich hätte es davon nachgemacht. Sehr ähnlichen. Leute, checkt ihr das? Das ist so unverhältnismäßig und schlecht recherchiert. Ich bleibe dabei. Hatet ihn bitte nicht. Hatet ihn bitte nicht. Aber sondern hated Maximilian. So Leute, die angeblich sich mit Mode auskennen wie so ein Maximilian. Ich hab's einfach predicted. Er ist pissed as fuck. Es geht weiter. Sowas dann hier publizieren, das hier ist ein junger Typ, der setzt sich vielleicht nicht so mega damit auseinander. Alles gut. Aber so ein Maximilian, der sagt von sich, boah, ich bin Fashion-YouTuber. Bro. Sowas in die Öffentlichkeit zu drängen. Ich habe mir Maxis Video nicht gegeben, vielleicht. Ja, dann weißt du ja auch nicht, wie ich darauf reagiere. Ich reacte darauf und verteidige. Zumindest habe ich das in den Kommentaren gelesen, dass ich dich sinnlos verteidige. Kontert er das auch? Falls er das hier nicht kontert, in meinen Augen, das ist wirklich sehr, sehr, sehr widerlich. Und inspiriert ist beim nächsten Kleidungsstück. Willkommen in der Army, Finn. Das T-Shirt aus der Okay. Okay. Jetzt spielt er die Favela-Karte. Okay. Kollektion machen von Justin. Das hat er. Jetzt geht's los. Er ist auf 100 ist er. Guck am PC einfach. Wahrscheinlich von Favela Clothing. Bei Favela ist es so ein Brett. Mir ist schon oft, Ich möchte auch jetzt nicht, dass Favela drunter leidet. Real Talk. Aber es gibt irgendeinen Sänger oder so, relativ bekannt in Deutschland, der hat einfach als Merch 1:1 seinen Schmetterling von Justin genommen. Das fand ich auch sehr witzig, dass der auch damit durchkommt. Auch an den Besitzer von Favela. Es kann sein, dass ich deswegen jetzt das Video hier runternehmen muss, weil mir wieder mit einer Anzeige gedroht wird. Ich habe schon häufig die Vermutung gehabt, dass es irgendwie Parallelen gibt von Favela zu mir. Lukas Rieger heißt. Reiger oder Rieger? Keine Ahnung, ich kenne ihn nicht. Irgendwelchen Gebissprints und sowas. Und dann haben wir dieses Bild gepostet. So, wir haben hier diesen Print gepostet. Das ist... Passt natürlich perfekt auf die Schuhe. 31. Juli 2019. Gut, dass ich in meinem Secret-Account angemeldet bin, weil ich bin bei Favela tatsächlich blockiert mit meinen beiden Hauptaccounts. So, ich scroll mal weiter runter. Ich glaube, da kommt aber nichts mehr. Okay, das erste Mal, dass die den Butterfly gepostet haben, ist tatsächlich das hier. 3. August 2019. Wir haben den 31. Juli 2019. Es sind 4 Tage später. Interessant. Sage und schreibe 4 Tage später. Das hier. Trotzdem aber ein nices Design. Ist kein fertiges T-Shirt. Die haben schwarze T-Shirts fotografiert und machen. Ja, das ist photoshopped. Fotos da drauf. Mit, ja. Also, ich kann jetzt mir auch von Google, das ist wahrscheinlich nicht von Google, die haben das in einem Studio fotografiert oder so. Und setzen dann mit Photoshop das Artwork auf ein Finale. Oh, Ehrenaktion, der Julian haut 10 Euro raus. Ein schönen Gruß aus Oberösterreich. Schöne Grüße, gehen zurück. Das schwarze T-Shirt, damit die nicht immer neue Produktfotos von den T-Shirts machen müssen. Meine Vermutung. Das ist das erste Mal, dass dieser Print aufgetaucht ist. Und das ist vier Tage nach dem Peso-Ding. Das heißt, es kann sein, dass das vielleicht schon vorher in Bearbeitung war oder so. Und ich will absolut nicht sagen, dass Favela das von uns kopiert hat. Aber andersrum kann es gar nicht gewesen sein, weil unseres 4 Tage früher kam. Checkt ihr das? Ja, guter Einwand. Favela hat das aus. Aber das war auch das Ding, das wusste ich. Das habe ich auch beim ersten Mal, wo ich die Reaction gesehen habe, schon gesagt, dass das von Favela später kam. Dem angefackelt und so. Absolut. Kein böses Blut mehr mit Favela. Wirklich. Ich möchte nicht, dass hier irgendwas gegen Favela geschossen wird. Real Talk. Aber unseres kam auch 4 Tage früher und dazu hatte ich schon Insta-Stories gemacht. Und da hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass so ein Valente, wenn er sich damit auseinandersetzt und das ist wirklich... Es ist schlecht recherchiert. Und dann kommen so Noobs. Sorry, es tut mir leid, dass ich so Wörter hier verwende. Danke, Mann. Dann kommen so Ehrenaktion Cornelius. Wie kann man Moderator werden? Wir haben aktuell genug Moderator. Danke, Cornelius, für das Angebot. Hänger von... Komme ich jetzt nochmal? Ciao. Moment.
wilde Anrufe hier. So, jetzt kommen dann halt so Leute wie KuchenTV, die von Mode, es tut mir leid, KuchenTV, die von Mode keinen Plan haben. Ich nehme das Video hier schon 45 Minuten auf. Die von Mode keinen Plan haben, die sehen dann sowas und denken dann, ja, das ist nachgemacht, klar. Aber nicht, wenn Peso vorher rauskam. Danke, Mann. Brennender Schmetter. Ehrenaktion, Jules hat auch 2 Euros. Hey Chef, fertig und deine sympathische Art. Eine Frage, wie kann man als werdender Modedesigner Plagiate unbewusst unbewusster Natur verhindern? Zum Beispiel eine simple Idee und könnte mir... Ja, das kannst du gar nicht verhindern. Du kannst nicht jede einzelne Marke auf der Welt kennen. Wenn du eine Idee zu einem Design hast, ist es relativ wahrscheinlich, dass das schon mal irgendwo gemacht wurde. Also das kannst du im Endeffekt gar nicht verhindern. Aber man sollte, wenn man sich mit Mode beschäftigt, schon die meisten Firmen auf den Schirm haben und solche Dinge dann versuchen zu verhindern. Aber das schaffst du im Prinzip nie. Es kann leicht sein, jetzt zum Beispiel... dass irgendein Design von der aktuellen Kollektion, kann ich mir nicht vorstellen, dass das schon mal irgendwo gegeben hat. Aber es könnte natürlich sein, dass irgendwo in Indien jemand für seine Fußballmannschaft irgendein Design gemacht hat, was unserem ähnlich ist. Also zu 100% verhindern kannst du das nie. Schmetterling, aber auch so ein blauer Schmetterling. Und die Brand kennt er auf jeden Fall auch. Die hat er nämlich früher in seinem Kanal schon mal vorgestellt. Ja, habe ich. Dann habe ich aber nicht mehr mit denen zusammengearbeitet. So, bei den nächsten 2 Sachen geht es um Sachen, die Justin beide besitzt. Und zwar einmal um das T-Shirt, wo dieses Hundegebiss drauf ist. Und ja, das ist inspiriert. Das kann man schon sagen. Givenchy hat diesen Hund gemacht und er hat dieses Hundethema quasi übernommen und ein Gebiss rausgebracht. Aber das ist weit weg von Kopieren. Das habe ich aber auch in meinem Video schon gesagt. Damals schon Leute gesagt, sagt er jetzt das Givenchy Rottweiler T-Shirt? Eine Jogginghose aus einer früheren Kollektion. Das T-Shirt ist auf jeden Fall an dem Givenchy Rottweiler Shirt. Weil ein Gebiss drauf ist. Okay, wir lassen das so durchgehen, weil ein Gebiss drauf ist. Also, es ist absolut nicht meine Intention gewesen, aber... Inspiriert. Lassen wir durchgehen. Das hat er auch mal vorgestellt auf seinem Kanal. Und die Trackpants ist an der Trackpants. Ja, das habe ich auch gesagt. Das ist einfach der klassische Jogginghosen-Style. Also, ich möchte gar nicht wissen, wie viele Designelemente Palm Angels zum Beispiel von Adidas übernommen hat. Danke für den Sub. Also, das ist einfach der Stil, wie man aktuell die Trackpants designt. Weil es eine Trackpants mit einem Streifen ist. Weil es eine Trackpants mit einem Streifen ist. Palm Angels inspiriert. Der Schriftzug ist einfach an der gleichen Stelle. Wir haben unseren Schriftzug schon immer links. Da wäre das Sinnvollste, was du sagen kannst, dass es hier mit der Buntfalte ist. Das mit der Buntfalte, ich bin ehrlich, ich habe in der Zeit... Das ist von Adidas, glaube ich. Also bei Adidas habe ich es zum ersten Mal gesehen. Die Palm Angels getragen, die Dings. Und das, wir hatten schon oft Trackpants. Das mit der Buntfalte ist neu gewesen. Das habe ich von Palm Angels. Das habe ich sehr gefeiert. Sage ich offen und ehrlich. Aber du kannst auch da wieder, sage ich, nichts neu erfinden. Es ist einfach eine Trackpants. Seitenstreifen sind ja auch Charakter. Da kannst du auch sagen, wir haben schon vorher die ganze Zeit Reißverschluss an der Seite gemacht. Auf einmal macht Palm Angels. Glaubst du, Justin hat sich das Video vorab schon angesehen? Kann ich nicht sagen, aber... Es wäre zumindest relativ realistisch, dass das passiert ist, weil es halt doch ein starker Angriff gegen seine Marke ist und er vorab schon mal die Vorwürfe recherchieren sollte, damit er gute Gegenargumente hat. Vor allem, es hat auch lange gedauert, von dem her nehme ich schon an, dass das realistisch ist. Mensch, das auch, hat Palm Angels jetzt von uns? Nein. Realistisch. So im Großen und Ganzen war es jetzt eigentlich schon. Ich wollte einfach zeigen, dass er sehr oft Sachen und Designs klaut. Fand ich einfach... Klaut. Bro, also ich muss sagen, dieses Video ist sehr, sehr mager. Das Video ist sehr, sehr mager, Bro. Unkorrekt. Diese Aktion ist ekelhaft. Ich werde jetzt nochmal so zum Fazit die Vergleichsbilder einblenden, dass ihr nochmal seht, dass es... Okay. Erstes habe ich ausgekontert. Hier sage ich offen und ehrlich, wir sind von anderen Hose ausgegangen. Dann wurde ich darauf aufmerksam gemacht, okay, Bro, wenn wir die in Rot rausbringen, dass sie zur Kollektion passt, muss... Ja, ich schaue es eh ganz an. Ich bin natürlich sehr gespannt, was er da zum Schluss sagt. Dem Bewusstsein, die gibt es schon so von Root, die habe ich, hat mein Geschäftspartner gesagt. Habe ich gesagt, okay, kein Kopf jetzt für irgendwas, machen wir einfach trotzdem, ist jetzt egal. Sehr. Außerdem, die hat andere Streifen und gelbe Bändel und so. Sehr viele Parallelen gibt und dass er eigentlich die ganze letzte Kollektion mehr oder weniger von Root abgekupfert hat. Auch das hier mit dem Adler und der Schlange, dass er das... Dass er mir da vorwirft, die ganze es ist so eine Dreistigkeit, es ist so eine Dreistigkeit. Und genau, schreibt mir so in die Kommentare. Ja, jetzt wirkt er nicht mehr so entspannt. Vermutlich ist auch ein bisschen aus dieser Emotionslage entstanden, dass er da seinen Frust
Luft gemacht hat, wenn es um mich geht. Was ihr davon hält oder ob ihr selber auch noch euch sowas aufgefallen ist, andere bei anderen Designs oder anderen Kollektionen. Vielleicht mache ich auch noch mal ein zweites Video. Ihr könnt mir gerne ein Abo dalassen. Auch das hier mit diesem Off-White-Ding, Bro, das war, da gab es Peso zuerst. Auch das mit dem Butterfly, da gab es Peso zuerst. Ich muss sagen, Bro, selbst wenn, auf wie viele Teile kommen wir hier, wo ich gesagt habe, okay, da habe ich mich da und da inspiriert. Sind es 3, sind es 4? Selbst wenn es doppelt so viele wären, wir haben 128 Teile rausgebracht. Und da muss ich sagen, Bro, ich kann nur mit dem Head shaken. Ich weiß, dass dieses Video nicht jeder zu Ende geguckt hat. Aber die das hier... Ja, wir waren brav. ...hier zu Ende geguckt haben. Ich weiß es sehr zu schätzen. Und wenn ihr nochmal irgendwo Kommentare seht, damit, ja, Justin hat das und das 1:1 geklaut, dann verbreitet bitte diese Message, die ich hier gerade in diesem Video verbreitet habe. Also antwortet das dann denen bitte, weil ich kann nicht überall hinterher sein. Es ist mir auch egal, was jetzt Leute davon denken. Fazit. Ich werde auf kein Video mehr, was in die Richtung geht, weil ich bin niemand, der irgendwas sieht und sagt, boah, geil, lass uns das 1:1 nachmachen. Das wisst ihr auch. Und deswegen, ich werde auf, also, es kann sein, dass jetzt Leute denken, boah krass, der reagiert auf sowas, muss ich auch so ein Video machen und sehen da ihre Chance, dieses bisschen Aufmerksamkeit danke, zu bekommen. Danke, Mann. Ehrenaktion, Dankeschön. Hast du schon ein neues Call of Duty Update runtergeladen? Oh mein Gott, nein, das muss ich noch machen. Ich mach's nicht nochmal. Das war jetzt das erste und letzte Mal. Valente, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Ich finde, es ist ein sympathischer Kerl, aber er hat super schlecht recherchiert. Like da lassen. Einfach, ja, supporten so. Mann, Alter, dieser Butterfly, Bro. Es gab Peso zuerst. Ich werde auch noch anderen Content wahrscheinlich bringen in nächster Zeit. Ah, dann nochmal diese Promo-Trommel, ne? Hier, das ist sein erstes Video auf dem Kanal und dann direkt nochmal sagen, achso, ja, jetzt werden das Video hier schon 50.000 Leute sehen oder 60.000, 70.000. Ja, aber das wusste er im Vorhinein nicht, dass das so viele Leute sehen, muss man auch dazu sagen. Er war selbst überrascht. Mach ich mal ein bisschen Promo für meinen Kanal, bald kommen hier Fashion-Videos oder was? Ich fand, dass das einfach mal angesprochen wurde. Am Anfang mochte er ihn noch, jetzt ist er ziemlich getriggert. Werden muss so. Boah, ich sehe auch schon wieder so dieses, das ist wahrscheinlich, ich bin nicht mehr in VBG drin, aber das wurde da wahrscheinlich auch wieder breit getreten. Da schickt bitte mein Video hier auch rein und jeder VBGler, der da seine Fresse groß aufgerissen hat, schaut euch dieses Video jetzt bitte von Anfang bis Ende an. Das war das. So, jetzt bin ich gespannt, Freunde. Im Vorhinein, für alle, die jetzt erst eingeschaltet haben, ich habe vorher eine Sprachnotiz bekommen und da hat er sich schon dafür entschuldigt, was jetzt folgt. Ich bin natürlich trotzdem hyped, das fuck, was er da sagen wird. Das war jetzt dieses Video, weshalb ich hier eine Woche lang beleidigt wurde oder was. Ja, ich bereue es nicht, mir das hier angeguckt zu haben, weil den dummen Menschen, die sehen und nachplappern, ohne zu hinterfragen, habe ich ja jetzt mal gerade was bewiesen. Wow, okay, Leute. Danke an jeden, der mich auch weiterverteidigt hat, der Plan von sowas hat. Wow. Okay, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte damit ein bisschen Klarheit schaffen. Wir sehen uns morgen wieder auf Just a Light und heute Abend wahrscheinlich auf Twitch um 18 Uhr. Macht's gut, Leute. Peace. Ach so, Leute, noch ein ganz kleiner Nachtrag hier. Ah, schau sogar als Nachtrag. Ui, Freunde. Am Ende, ich wollte ja noch ein paar Fragen an Maximilian richten. Okay, bin gespannt, sehr gerne, Bro. Er hat ja auch seine eigene Marke, MAM Vienna. Und seine erste Kollektion hieß Mexican Standoff. Ich weiß nicht. Genau, so ist es, ja. Warum Mexican? Also Mexican Standoff, habe ich schon mal erklärt, ist der Fachausdruck für eine Pattsituation. Ich weiß nicht, ob der das Mexican genannt hat, weil er sieht, das ist bei Peso läuft das gut, keine Ahnung, was er mit Mexiko zu tun hat. Ja, auf jeden Fall hatte er so einen Hoodie mit, ja. so einem Cowboy hinten drauf. Genau, wer sich erinnern kann, kann sich noch an die Story erinnern, wo ich im Volksgarten ein bisschen Limonade getrunken habe und da kam jemand mit so einem alten Marlboro-Merch-Shirt und ich habe den gefragt, wo er das her hat und er hat gesagt, das hat er, ist 20 Jahre alt und hat er von seinem Vater bekommen und da war ein Reiter mit Lasso und Sternen oben und das habe ich gefeiert des Todes, noch dazu, weil es 20 Jahre alt ist, das Shirt und so ist die Kollektion dann tatsächlich entstanden. Und da wollte ich jetzt auch mal fragen, wenn du mir vorwirfst, irgendwas von Root zu kriegen. Oh, jetzt bin ich gespannt. Root hatte doch auch mal einen Cowboy hinten drauf. Ja, okay. Wie ihr wisst, war ich nicht sonderlich vertraut mit der Marke Root, bevor diese ganze Aktion da passiert ist. Dann, und jetzt deine neue Kollektion heißt Britain Brawl, richtig. Brawl oder British Brawl.
Was hast du jetzt mit Britain zu tun? Und das verstehe ich halt auch nicht, den Vorwurf, aber dazu habe ich schon gemacht. Nur weil meine Marke aus Wien kommt, heißt das nicht, dass wir thematisch in Wien bleiben müssen. Dann wäre jedes Land verboten, in dem ein Modehaus ist. Wer allgemein hat, Represent kommt aus Britain und dementsprechend dürfte ich ganz Britain nicht aufgreifen und nichts, was mit Britain zu tun hat. Aber trotzdem. Du hast jetzt so ein T-Shirt mit so einem Schlachtfeld hinten drauf. Genau, Boston Tea Party. Und die Leute, die wirklich aus Britain kommen, nämlich Represent Clothing, wo du ja auch viel kaufst, die haben da auch ein T-Shirt mit einem Schlachtfeld hinten drauf. Ach, okay. Boston Tea Party war der Vorfall, als in Boston, in Amerika, die Steuern auf Tee erhöht wurden und das hat den Amerikanern irgendwann gereicht und dann haben die den ganzen Tee vom Schiff geschmissen und das ist ein tatsächliches Aquarell von diesem Vorfall, was wir hier aufgedruckt haben. Das ist ein Kunstwerk. Kann ich das denn nicht genauso fragen? Also, hä? Ja, dann rechtfertige du dich doch jetzt bitte auch mal dafür. Gerne. Ich habe in dem Fall nichts zu verstecken, Freunde. Also bei meiner Marke ist alles safe. Wir kopieren nicht. Naja, okay. Aber hat er ja da jetzt auch dargelegt, dass er nicht die Intention hatte, vieles zu kopieren. Also ja. Leute, das war mein kleiner Nachtrag. Was, das war's, Freunde? Das war der gesamte Angriff gegen mich? Habe ich jetzt nicht als Angriff gesehen. Aber auf jeden Fall ein sehr interessantes Video von Justin. Er hat sehr vieles ausgehebelt. Vieles war ja natürlich auch im Vorhinein von mir schon klar definiert, dass das sich nicht um Kopien handelt. Er hat aber auch einiges eingestanden. Das finde ich sehr erwachsen von ihm reagiert. Ich habe mir eigentlich erwartet, dass er alles abstreitet und zu jedem Ding ein Argument hat. Er hat aber Fehler eingeräumt und das macht ihn auf alle Fälle sympathisch. Ah ja, das wollte ich noch sagen. Also ich finde, es wäre trotzdem ehrenhaft, wenn er sich dazu äußert. Und hier gewisse Angriffe nochmal zurücknimmt, weil ihr wisst, ich hatte nie vor, ich wollte das Kriegsbeil begraben, habe mich auch entschuldigt für die Dinge, die ich letztes Jahr gemacht habe, ist heute nicht mehr so mein Stil, aber ja, vielleicht werden wir uns ja doch noch einig, vielleicht reichen wir uns die Hand und dann ist diese ganze Sache gegessen. Wäre von meiner Seite aus der Wunsch, also ich würde mich sehr gerne mit dem Vertrag und das ganze Kriegsbeil beiseite legen, vielleicht kann man sich ja auch gegenseitig supporten, obwohl ich mir das in seinem Fall nicht wirklich vorstellen kann, dass er mich oder meine Marke supporten würde. Nichtsdestotrotz, wenn jemand eine stabile Leistung bringt, so wie Justin das in den vergangenen Jahren mit seiner Modemarke gemacht hat, dann ist es unabhängig davon, wie gut ich mich mit ihm verstehe, ist der Support da, weil die Leistung einfach besteht. Ich muss nicht jeden mögen, um das, was er geleistet hat, wertschätzen zu können. Wisst ihr, was ich meine? Okay, damit haben wir dieses Thema auf jeden Fall beendet, Freunde.